ihr Lieben. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute seht ihr den zweiten Teil von meinem Aktionshaul. Und zwar habe ich nach dem ersten Einräumen in der Vorratskammer bemerkt, dass mir doch noch einige Sachen fehlen. Und teilweise fehlen sie mir immer noch, weil ich nicht alles bekommen habe. Aber auch wie beim letzten Mal werde ich es diesmal wieder so machen, dass überall die Preise aufploppen, damit wir einfach schneller durchkommen und es euch nicht ganz so langweilig ist. Diesen Einkauf habe ich anderthalb Wochen nach der Aufnahme des ersten Hauls gemacht. In diesem Haul habe ich einiges Neues gekauft, was ihr noch gar nicht gesehen habt, und einiges, was ihr aus dem letzten Video bereits kennt. Das werde ich dann nur noch mal so schnell überspringen, damit ihr es einmal gesehen habt, und mehr werden wir dann nicht tun. Und damit das Video nicht allzu lang wird, würde ich sagen, wir starten. Zuerst einmal etwas, was ihr bereits kennt, das sind die Türstopper. Die habe ich euch ja im letzten Haul gezeigt, den verlinke ich hier oben. Davon habe ich insgesamt 4 Stück gekauft. Dann wieder etwas, was ihr bereits kennt. Das sind diese Einmachgläser, die ich für Reis und ähnliches verwende. Von den kleinen gab es, das sind 1 Liter Vorratsgläser. Von denen gab es 2. Und dann habe ich auch wieder welche von den großen mitgenommen. Von denen gab es insgesamt 3 Stück. Und die sind wirklich toll. Man merkt jetzt, wie praktisch sie sind und wie toll sie in dieser Vorratskammer aussehen. Als nächstes haben wir ein bisschen was fürs Büro gekauft. Und zwar einmal so ein Ordner. Den wollte ich für meine ganzen YouTube-Sachen verwenden. Ja, und mir ist aufgefallen, dass immer mehr Sachen abhanden kommen, weil ich sie dann einfach aussortiere und nicht mehr drüber nachdenke. Deswegen habe ich das Ding hier gekauft. Ein weiteres Teil fürs Büro waren Ablagekörbe. Das sind so eine klaren. Ich fand die ganz süß, weil sie halt wirklich keine Farbe haben und da nicht so dolle auffallen. Und davon habe ich erstmal 3 Stück mitgenommen. Dann habt ihr ja jetzt schon sehr oft mein Esszimmer gesehen. Und dafür habe ich jetzt passend in der Farbe, das ist so ein richtig hübscher Grauton, so eine Tischdecke gekauft. Und die ist von der Qualität so toll. Die ist dick, die war etwas teurer, als man es jetzt für Aktionspreise kennen würde. Und ja, wie gesagt, der Preis ist hier oben. Die ist aber wirklich toll. Und ich hoffe, sie sieht dann auch genauso toll auf unserem Tisch aus, wie sie hier auf dem Bild aussieht. Noch eine Sache, die es fürs Büro gab, beziehungsweise für die Kinder, war Papier. Nichts Besonderes. Etwas, was man überall kriegt. Und eine Sache, über die ich mich so sehr gefreut habe, fast so sehr wie über diesen Beistelltisch fürs Sofa, war nämlich dieser Tisch hier. Und ihr kennt das bestimmt alle von Instagram und von Pinterest. Die Dinger sind ja super angesagt. Deswegen hat Aktion sie jetzt wahrscheinlich auch. Die sind mit so einem Deckel, den man abnehmen kann. Und ihr wisst ja, wie unser Wohnzimmer aussieht. Das Teil passt super da rein. Und ich will das für die Decken benutzen. Und der wird nicht im Zentrum unseres Wohnzimmers stehen, sondern den werde ich an die Seite des Sofas packen, sodass der gar nicht im Blickfeld ist. So sieht es von der Seite aus. Und das ist, wie gesagt, so ein ganz einfaches schwarzes Muster. Dann geht es jetzt mit den Badesachen weiter, also beziehungsweise mit den Sachen fürs Badezimmer. Und die werdet ihr wahrscheinlich bereits in dem Video davor gesehen haben. Falls ich das Video bereits veröffentlicht habe, werde ich es euch hier einfügen. Und ich wollte das kleine Badezimmer einrichten, weil wir ja jetzt schon so weit waren. Und dafür habe ich dann einmal Badetücher gekauft. 2 Stück an der Zahl, und das ist so ein richtig schöner Blauton. Ihr seht es vielleicht. Und davon gab es 2 Badetücher und 2x Handtücher. Und in einer ähnlichen Farbe. Die passen nicht 1000-prozentig zueinander, aber wirklich, die sind nicht weit entfernt. Und das sind so eine Badematten. Davon habe ich 2 Stück gekauft. Das Bad unten ist ja ziemlich klein, sodass wir das eine zwischen der Dusche und der Toilette lagern können und das andere beim Waschbecken. Und ich hoffe, dass es dann ganz gut aussieht. Wie gesagt, das Ergebnis dazu könnt ihr euch wahrscheinlich schon angucken. Max Zimmer steht ja ebenfalls auf unserer To-Do-Liste. Und weil er eingeschult wird und bald einen Schreibtisch bekommt, habe ich ihm so eine Schreibunterlage geholt. Und die zeigt die ganze Welt auf. Er interessiert sich momentan total für die ganze Welt und fürs Universum an sich, lernt die ganzen Planeten und so weiter. Und ich denke, er wird sich darüber freuen, wenn es dann bei ihm auf dem Tisch liegt und er sich immer wieder erkundigen kann, wo denn welches Land liegt. Jetzt geht es so mit dem Kleinkram weiter. Und zwar
habe ich für Emma so eine Spange besorgt. Einmal in schwarz-weiß und einmal in so pink und rosa und weiß. Und da momentan, zumindest bei uns in der Stadt, fast wieder alles geschlossen hat, ist es immer blöd, die bei Rossmann zu holen, weil sie da um einiges teurer sind. Für mich habe ich dann was geholt. Ich bin nicht so der Haartyp, ganz ehrlich. Ich kriege es gerade mal so hin, sie zu glätten. Und ein Zopf hängt bei mir meistens auch immer so ziemlich schief und schräg und ist nicht so mein Fachgebiet. Und ich habe mir jetzt aber was geholt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wartet mal. Das ist so ein Set, womit man sich die Haare so ganz, ganz toll flechten kann. Und die Rückseite zeige ich euch auch nochmal. Da ist aufgezeigt, wie man es benutzen kann. Und ich freue mich schon und bin gespannt, ob ich das hinkriege oder nicht. Ich befürchte ja schon fast, dass ich es nicht schaffe. Aber ich halte mich auf dem Laufenden. Dann gab es passend zu Ostern auch wieder ein paar Osterartikel dort. Und ich habe diesmal zwei Tüten mit so Schokolade geholt. Dann ebenfalls passend zu Ostern gab es so ein Osterei-Ausmalset. Dann gab es wieder so ein paar Küchenutensilien. Hier haben wir so eine Strohhalme, die man wiederverwenden kann. Und die haben auch da so eine Bürste. Die fand ich ganz süß. Davon habe ich zwei Stück mitgenommen. Denn ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Plastikstrohhalme verkaufen dürfen. Und diese, ganz ehrlich, wer sich Papierstrohhalme ausgedacht hat, der hat sie wohl selbst nicht getestet. Die sind absolute Grütze. Und dann gab es so eine einfache Küchenzange noch dazu. Ich hole die mir jedes Mal irgendwie bei T-Docs. Und die geht jedes Mal nach kürzester Zeit kaputt. Ich denke, das wird dieser hier auch, denn von der Qualität her nicht so das Tollste. Ich glaube, als nächstes, sollte die kaputt gehen, werde ich mir eine von Tupperware holen. Und was ich so süß fand, und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt benutzen werde, aber ich werde es wahrscheinlich in die Arbeit mitnehmen. Wir haben zwar welche dort, aber die gefielen mir besser. Das sind so eine Magneten für die Magnetwände. Und ich habe zwei gleiche geholt. Und ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt und das ist Badminton. Ich habe Badminton schon immer geliebt. Das war immer so mein Sport. Kennt ihr das, wenn ihr in der Schule Sportunterricht hattet und ihr hattet unter anderem Volleyball? Das war die reinste Hölle für mich. Und deswegen habe ich es dann geliebt, wenn wir Badminton gespielt haben. Und Alex und ich spielen seitdem fast täglich. Also solange es nicht regnet, sind wir meistens dann draußen und spielen das. Solange die Kinder auf dem Trampolin sind oder sich irgendwie anders beschäftigen. Und ich habe jetzt Badmintonschläger gefunden bei Aktion. Und da waren zwei Schläger mit so zwei Federbällen drin. Und dann habe ich auch gleichzeitig Ersatzfederbälle geholt. Und pro Packung sind hier vier Stück drin. Die Kinder lieben es, wenn mein Bruder zu Besuch kommt und seinen Hund immer dabei hat. Und die benutzen dann immer unsere Tennisbälle, die ich für den Trockner verwende. Und deswegen habe ich mir so eine drei Tennisbälle extra für Hunde geholt. Und die haben hier so eine kleine Pfoten. So viel mehr haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt noch so eine Behälter geholt. Könnt ihr es sehen? Ich hoffe ja. Hiervon, von den 2,6 Liter Dingern, da kommt dann sowas rein, was, von dem ich nicht ganz so viel habe. Also zum Beispiel Couscous oder rote Linsen und sowas halt, Graupen. Das kommt alles da rein. Von denen gab es dann 6 Stück, die ich mitgenommen habe. Ihr habt ja gesehen, dass ich beim letzten Mal diese großen Boxen hier gekauft habe. Die Rattan-Boxen. Mein Mann hat mir gesagt, die heißen so. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Aber ich wusste nämlich nicht, wohin ich mit diesen ganzen Chips und mit diesen ganzen Süßkram hin sollte. Denn davon haben wir wirklich eine Menge. Und ich hatte schon überlegt, sie vielleicht nicht mit in die Vorratskammer zu integrieren. Ich muss jetzt mal gucken, beim zweiten Versuch dieser Vorratskammer, wie ich das Ganze gestalten werde. Dafür habe ich aber jetzt eine weiße und insgesamt und 4 von diesen gräulich-schwarzen Behältern bzw. Körben. So ihr Lieben, willkommen zu einem zweiten Teil, im zweiten Teil sozusagen. Und zwar war ich nochmal bei Aktion. Ich habe euch ja in dem letzten Video mit dem Badezimmer, habe ich euch erzählt, dass ich die Badematten zurückgeben muss oder diese Badteppiche. Und das habe ich auch getan. Und natürlich, ja, ihr werdet es kennen, sobald ihr diesen Laden betretet, ihr geht da nicht mit leeren Händen raus. Und sie stand da auch noch so und sagt, ja, möchten Sie sich denn noch was angucken? Da war es dann geschehen und natürlich habe ich ja gesagt und ich habe ein bisschen was gekauft. Und jetzt seht ihr nochmal so einen kleinen Rest davon. Und was ich euch im letzten Video vergessen habe zu zeigen, was ich bereits letztes Mal gekauft habe, waren diese Gardinenstangen.
Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die haben hier so ein... Das Licht reflektiert ein bisschen. Die haben hier so eine Stacheln am Ende. Und davon habe ich 2 Stück gekauft, weil wir nämlich Gardinen anbringen wollen, beziehungsweise Vorhänge in unserem Hauswirtschaftsraum. So, was ich als nächstes gekauft habe, ich weiß gar nicht, ob ich euch das beim Aufräumen gesagt habe. Jedes Mal, wenn wir diesen Sandwich-Toaster da zum Sandwich machen nehmen, klebt ja alles an diesem Gehäuse fest, ne, an diesem Innenleben. Und das war eine ganz, ganz lange Zeit nicht der Fall. Und wir haben diesen Sandwich-Maker, also diesen Sandwich-Toaster, den haben wir ebenfalls von Aktion. Den gab es damals da für 7 Euro. Und der hat um einiges länger gehalten als der für 20 Euro von, ich weiß nicht, Penny, Lidl, irgendwo von da. Und ich habe diesmal gehofft, dass der, das, was ich hier gekauft habe, dass das ebenfalls lange hält. Und zwar ist das so ein Panini-Grill. Und er hat eine 2-in-1-Funktion. Ich zoome euch mal näher dran. Und zwar ist er einmal für so Sandwiches zum Backen. Und Alex liebt momentan diesen TikTok-Trend. Kennt ihr das, wenn die Leute ihre Wraps so aufschneiden und dann in 4 Teile falten und das Ganze dann grillen? Beziehungsweise toasten. Und darauf steht er in letzter Zeit so sehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe den hier. Und den kann man auch so benutzen. Und zwar als so einen kleinen Tischgrill sozusagen für irgendwelche Buletten oder sowas. Also was Kleines, wenn man nicht gerade einen großen Grill anmachen möchte. Und weil ich ja diese Badematten weggegeben habe, musste ich mir eine andere Lösung einfallen lassen für das kleine Badezimmer. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Stoff heißt, aber ihr kennt den alle. Das ist dieser hier, wisst ihr, was ich meine? Und der ist ganz, ganz dünn. Und ich hoffe, dass ich den dann im kleinen Bad ausrollen kann. Denn als nächstes haben wir hier so eine Teekanne oder eine Wasserkanne. Die ist für 2 Liter ausgelegt, für knapp 2 Liter. Dann gab es bei Aktion auch wieder ein paar Dekoartikel und ihr wisst ja, man kann nicht an Dekoartikeln vorbeigehen, vor allen Dingen nicht, wenn sie so günstig sind. Und die fand ich total niedlich. Da sind so Pappbecher mit Häschen und Küken drauf. Und ja, wir haben heute schon den 1. April. Wenn ihr das seht, ist Ostern schon längst vorbei. Aber ich konnte nicht widerstehen. Die sahen so niedlich aus. Guckt euch das mal an. Einmal in Pink. Seht ihr das? Und einmal in so einem grünen Ton. Und das sind diese Container. Ihr werdet sie bereits aus dem letzten Video kennen. 3 von diesen Rappern. Wir werden das Thema nicht nochmal beginnen. Waren von diesem Stil so eine Wäschekörbe. Und der Grund, warum ich eigentlich zur Aktion wollte und was ich unbedingt gebraucht habe, aber nicht mehr finden konnte, weil sie das gerade einfach im Moment nicht auf Lager haben, sind diese Dosenbehälter, die ich euch im ersten Teil gezeigt habe. Ich blende mal ein Foto davon mit ein. Und ich habe jetzt gehofft, dass ich wenigstens noch 3 weitere bekomme. Und die gab es nicht. Da muss ich jetzt leider warten, aber das ist nicht wild. Der Grund, warum ich heute das Video gefilmt habe, ich hatte es eigentlich gar nicht vor, war der, dass ich gerade eine Lieferung bekommen habe. Und das, was ich meine, ist diese Riesenbox. Guckt euch das mal an. Aber heute kam diese riesige Box an. Und das ist der Einkauf, den ich von kopierpapier.de habe. Ich zeige euch das mal. Das sind diese 5 Liter Behälter, von denen ich gesprochen habe. Die sind für Cornflakes gedacht. Also wie gesagt, der hat hier so eine Klappfunktion und dann könnt ihr es ausschütten. Ich habe jetzt nämlich gemerkt, ich hatte welche von Aktion gekauft. Die sind, der Deckel lässt sich da nur komplett abmachen. Die sind zwar nicht so groß, das sind kleinere. Ich glaube, das waren die 2,6 Liter Dinger. Ja, aber wenn ich dann mein Müsli oder sowas reinmache oder irgendwas anderes, dann quillt es über. Also es streut dann von allen Seiten. Und deswegen wollte ich unbedingt diese Dosen haben. Und davon habe ich 8 Stück gekauft von den 5 Liter Dingern. Und ich habe auch noch mal welche in, ich glaube, 2,6 Litern mitgenommen. Die sind etwas kleiner und die werde ich für tatsächlich Müsli benutzen, weil wir davon nicht ganz so viel haben. Und halt auch für sowas wie Couscous, von dem ich ein bisschen mehr habe, aber immer noch zu wenig, um sie in diese 5 Liter Box zu packen.
Die hatten sie leider nur mit grünen Deckeln. Ich hätte mir gewünscht, die hätten sie vielleicht in Grau gehabt oder in Schwarz, aber das war jetzt nicht weiter tragisch. Gab es halt nur in Grün. Ihr könnt euch jetzt also auf das Vorratskammer-Video freuen, denn ich werde definitiv mit der Vorratskammer weitermachen müssen. Ich habe ja jetzt fast alles und auf die drei Teile, die ich da noch brauche von Aktion, da werde ich jetzt nicht drauf warten. Irgendwann kriegt ihr dann das Update. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Abwechslung und es war nicht ganz so langweilig. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!